Was geht ab YouTube? TechTics ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch und ihr seht es schon, ich sitze in einem nagelneuen Fahrzeug. Und zwar haben wir ein neues Fahrzeug heute bekommen in GTA 5, aber mehr dazu kommt natürlich nach dem Intro und was wir noch alles so bekommen haben in GTA 5. Wir haben nämlich einiges bekommen und das Ganze erfahrt ihr aber nach dem Intro. Lasst jetzt schon mal eine positive Wertung da, aber nicht vergessen noch weiter zu passen und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Jetzt kommt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Wie auch schon im Pre-Intro angekündigt, haben wir einige neue Sachen bekommen in GTA 5. Einmal den Vapid Hustler. Den bekommen wir für 625.000 GTA-Dollar in eure Garage. Und das ganze Fahrzeug ist für zwei Personen. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Und ich dachte, erstmal kriegen wir wieder die gleichen Fahrzeuge wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Valentinstag DLC hier. Und zwar ist dieses Fahrzeug ja für sechs Personen und das auch für sechs Personen. Also vier Leute können sitzen und zwei draußen. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann. So, das Ganze, die beiden Fahrzeuge sind runtergesetzt worden. Und da haben wir 25% drauf bekommen. Aber worauf wir noch 25% bekommen haben, zeige ich euch auf jeden Fall später. Naja, auf jeden Fall haben wir für dieses Fahrzeug hier 600.000, also um die 600.000 GTA-Dollar ausgegeben. Und es ist ein Zweisitzer, also mal was ganz anderes, kenne ich nicht. Es sieht aus wie ein typisches Hot Rod Auto, wie auch schon im Pre-Intro, Livestream gesagt. So, aber ich finde das Fahrzeug gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, es ist ein Drift-Monster. Leute, wenn ihr echt Driften liebt oder mögt oder, keine Ahnung, es gerne macht, dieses Fahrzeug kriegt ihr quer in 0, nichts. Ich habe das Teil komplett aufgetuned. Ich zeige euch das nochmal in der Werkstatt. Im Livestream haben wir das Ganze gemacht. Wer den Livestream nochmal auschecken möchte, gerne auf meinem Kanal nochmal schauen oder oben rechts bei dem i. Ist ein bisschen länger geworden, aber wirklich, wer Zeit hat und auf entspannt Livestream gucken möchte, kann sich den ja auf jeden Fall nochmal reinziehen. Na, wie gesagt, das Fahrzeug, der Vapid Hustler, ist ein Muscle Car. Ich würde es eigentlich als Classic betiteln, aber ich finde es trotzdem richtig nice. So, das Ganze reparieren wir mal. Hier, die Panzerung komplett auf 100%, Bremsen 100%, Stoßstange, dies, das, könnt ihr alles ändern hier. Ich zeige euch das mal. Diese Roststoßstange fand ich echt nicht so schön. Ich fand die hässlich, deswegen habe ich sie nicht gelassen oder nicht gemacht. So, und die Standard-Dings fand ich auch nicht, also die serienmäßige fand ich auch nicht so cool, deswegen dachte ich einfach, ich mache das komplett mal weg, weil es irgendwie das Bild von vorne zerstört. Hinten auch kein Rost und auch keine Stoßstange, ich dachte einfach mal komplett ohne, sieht am coolsten aus. So, was können wir noch machen? Motor, Auspuff, kann man sich auch nochmal auswählen, was man hier haben möchte, an den Seiten, komplett an der Seite, fand ich jetzt nicht so cool. Ich dachte, so sieht das schon ganz nice aus, wenn das da vorne hochqualmt. Kühlergrill und alles können wir auch noch ändern hier, in komplett schwarz habe ich gemacht. Dann die Motorhaube, da kann man hier seinen Motor nochmal, das Aussehen vom Motor nochmal verändern. Hier, Tri-Ansaugtrichter, fand ich am coolsten, sah richtig nice aus, richtig wie so ein Massaker. Scheinwerfer und alles, Design können wir auch nochmal auswählen. Hier habe ich diese roten oder gelben Flammen ausgewählt, fand ich einfach irgendwie am passendsten. Fand die richtig nice und ja, die restlichen habe ich aber nicht gemacht, weil die so alt aussehen. So, man denkt einfach, dass man Mafia 2 spielt oder Mafia 3 oder so. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich habe es einfach so gelassen. Fand ich auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ich finde, das Ding sieht auch richtig cool aus. Also, ihr könnt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und Leute, ihr seht es schon, man kriegt das Ding in 0, nichts quer. Wenn ihr mal Vollgas gibt, das Ding geht auf jeden Fall quer. Und es ist auch wirklich schwierig, das Ding gerade zu halten, muss ich sagen. Wenn man mit R1 ein bisschen spielen kann, dann kriegt ihr das Ding auf jeden Fall richtig quer. Und jetzt noch immer im Regen, das ist nochmal eine Nummer schwieriger. Ihr seht es hier, man bricht direkt aus. Ich gebe nur Vollgas, Leute. Also ich lenke nicht oder sonst irgendwas. Und das Ding, also es ist auf jeden Fall brutal, was für eine Kraft da ist in diesem Fahrzeug. Finde ich auf jeden Fall richtig nice, weil ich einfach Driften liebe. Und ich habe auch mal vor, irgendwie so ein Drift-Parcours zu spielen. Es gibt ja verschiedene Rennen, wo Leute so einen Drift-Parcours machen. Finde ich auf jeden Fall auch geil. Kann ich mal gerne ein Video dazu machen. Habe ich auch auf jeden Fall Lust drauf. So. Aber Leute fragen sich jetzt natürlich noch, was haben wir noch in GTA 5 Online bekommen zum Valentinstag-DLC. Also es ist ja ein Valentinstag-Update, das wissen wir alle. Und was wir noch bekommen haben, das zeige ich euch jetzt. Wir haben auf jeden Fall bei Legendary Motorsports einige Rabatte. Wir haben zum Beispiel Rabatt auf den Shotaro bekommen. Ihr seht es hier, 25% auf den Nagasaki Shotaro. Dann haben wir nochmal 25% auf den Albany Roosevelt Valor und auf den Albany Roosevelt ganz normal. Des Weiteren haben wir bei Dynasty 8, also bei den Immobilien, auf alle Immobilien 25% bekommen. Also ich habe so weit runtergescrollt und ich glaube sogar, das sind einfach alle, worauf wir 25% bekommen haben. Also wer sich auf jeden Fall noch ein neues Apartment zulegen will, also jetzt nicht ganz alle, aber
halt die, die in der Stadt sind oder relativ in der Stadt, diese Apartments, da habt ihr auf jeden Fall 25% Rabatt. Wer sich auf jeden Fall noch eine Garage, also eine 10er Garage oder ein Apartment zulegen will, schlagt auf jeden Fall jetzt zu, weil nirgendwo anders könnt ihr mehr sparen als jetzt. So, bei den Maze Bank Towern haben wir nichts bekommen. Das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, aber, also Maze Bank Tower, ich meine jetzt ganz normal bei den bei der Maze Bank Seite, haben wir nichts bekommen. Fand ich sehr, sehr schade, aber da kann man leider nichts dran ändern. Hier bei Dynasty Exclusive, also bei den Büro Angelegenheiten, haben wir auch nochmal 25% bekommen. Also wer noch kein Büro hat, der sollte jetzt zuschlagen für ein Büro. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, dass man dann nochmal 25% bekommen hat. Dann gehen wir mal auf Wardstock und da haben wir auch einige Rabatte bekommen. Und zwar auf den Stromberg, den Wasserwerfer, die Baracke oder Barrage oder keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Und wir haben noch auf einen Helikopter 25% bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar auf den Basad Kampfheli. Das ist irgendwie mein Lieblingsflugzeug oder Helikopter. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Ding so wendig und mit den Raketen und so. Einfach, das Ding passt einfach und stimmt auch alles. So, bei South San Andreas Motorsports haben wir gar nichts bekommen. Da hat sich auch gar nichts dran geändert. Also, ja, ganz normal eigentlich. Genau, nichts Nennenswertes. Bei den Flugzeugen haben wir auch nichts bekommen. Schade eigentlich, weil einige, also ich, sorry, aber den Luxor Deluxe für 10 Millionen immer noch, ich finde das richtig albern einfach. Aber naja, haben wir auch keine Rabatte bekommen, da könnt ihr auf jeden Fall auch nicht zuschlagen. Und bei Doctis, also bei den Schiffen und Yachten, haben wir auch nichts bekommen. So, schreibt mal gerne in die Kommentare, wo ihr am liebsten irgendwie gespart hättet. Und ja, dann kommen wir nochmal zum Fahrzeug. Also ich finde das Auto echt nice, man kann jetzt leider nicht so viel ändern, also ich hätte mir auf jeden Fall mehr erhofft, aber es reicht auf jeden Fall, dass man ein schönes, solides und geiles Fahrzeug bekommt. Ich finde, das Ding geht quer wie sonst was, hat auch eine wirklich sehr beachtliche Kraft, also wie gesagt, Power ist auf jeden Fall da. Kommt natürlich nochmal drauf an, wie man das Ganze tunet. Ich habe das jetzt voll ausgestattet, auch mit dem Turbo-Kit und sonst was, ihr wisst es ja, was man alles machen kann. Und das Ding geht auf jeden Fall krass ab. Man könnte auf jeden Fall damit sogar das ein oder andere Rennen holen. Man muss nur damit fahren können und ja, ich, nicht so wie ich hier gerade gegen die ein oder andere Laterne fahren. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der beste Fahrer, aber schon ein relativ solider Fahrer. Und man kann hier aber echt schön quer um die Kurven. Ich finde das so nice. Also das Ding geht wirklich quer wie sonst was. Und ich finde den Sound auch nicht schlecht. Also der Sound, darauf achten die wenigsten eigentlich. Aber ich finde den Sound bei dem diesmal echt nice, also man hört schön die Turbomotoren reinkicken und so ein Zischen, also ich finde das eigentlich sehr, sehr, sehr stimmig. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ist euch Sound wichtig oder nicht? Also ich finde beim in Real Life ein Wagen mit Sound ist für mich schon relativ wichtig, wenn das Auto keinen Sound hat, aber bei Power, dann passt es eigentlich für mich nicht. Und so ist es auch in GTA für mich, dann, wenn das Ding wirklich Power hat, dann muss er auch einen schönen Sound haben. Deswegen bin ich kein Elektrofahrzeug-Fan, ja, aber ist ja jedem das jedem dasselbe, jedem das Seine, so. Jetzt ist es richtig. Genau. Das war's von dem Video. Lasst mir gerne ein Abo da. Und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Weil für bei mir die Abo-Box in letzter Zeit spinnt. Ich finde es sehr, sehr schade. Aber ich hoffe einfach, ihr unterstützt mich dabei. Ich habe einige Leute im Livestream nochmal darauf hingewiesen. Und da waren auch wirklich welche, die gesagt haben, ja, dein Livestream wurde mir nicht angezeigt. Oder dein Video wurde mir nicht angezeigt. Oder sonst irgendwas. Deswegen auf jeden Fall ganz wichtig, aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es würde mich freuen, weil ich finde es immer schade, wenn ich ein Video hochlade und Leute das kaum sehen oder nicht zu sehen bekommen. Obwohl sie es gerne sehen würden. Das ärgert mich immer und ich mache mir wirklich die Mühe, damit ihr euch diese Videos auch reinziehen könnt. Und wenn das den meisten nicht vorgeschlagen wird, dann finde ich das wirklich schade. Und ich finde, in letzter Zeit entwickelt sich YouTube auch immer mehr zu Facebook, so dass man für die Reichweite zahlen muss. Und das ist irgendwie voll albern. Deswegen tut mir den Gefallen, aktiviert die Glocke, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Meine Facebook-Seite wurde auch gesperrt. Das finde ich auch ganz komisch. Also ich kann auf Facebook gar nichts mehr teilen. Ich habe meine Sachen ja früher auf meiner Facebook-Seite geteilt, dass ich das auch nochmal an die Leute, die meine Facebook-Seite geliked haben, dass ich das nochmal an die teilen kann. Aber das geht auch leider nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum ich da gesperrt wurde. Ich meine, es ist meine Seite für meinen YouTube-Kanal. Und ich muss mich da nochmal in Kontakt setzen mit Facebook und sonst was, damit ich das Ganze auch nochmal geregelt bekomme. Und ja, das war's von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mal eine positive Wertung da. Abonniert nicht vergessen, noch weiter nicht zu verpassen. Natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.